So, guten Morgen und herzlich willkommen in eine sicherlich wieder spannende neue Börsenwoche. Hier ist erstmal nochmal der Risikohinweis. Alles, was ich hier von mir gebe, ist keine direkte Aktienempfehlung oder Anlageberatung, sondern spiegelt nur meine Meinung wider, wie ich den Chart und sonstige Sachen eben analysiere. So, dann kommen wir eben gleich mal zum DAX. Die Kursliste ist wieder durch zwei Werte eigentlich nur geprägt, ja, Deutsche Bank und die Münchner Rück. Die Deutsche Bank ist der Tagesverlierer im Moment mit der ThyssenKrupp-Aktie und die Münchner Rück der Tagesgewinner aktuell. Bei der Deutschen Bank, lief mal ein Setup, was aber eben nicht ganz in den Kaufbereich reinging. Ist aber direkt an das Kursziel rangelaufen dann. Und hier aktuell kämpft er eben jetzt auch um den EMA 200 Index. Ist heute eben jetzt erstmal wieder darunter abgefallen. Der EMA 200 Index ist auch bei vielen anderen DAX-Aktien im Moment wichtig. Beziehungsweise wird eben angetestet, angelaufen. Hier gab es jetzt bei der BASF einen bärischen Abprall, ist über das Kursziel, sage ich mal, hier hinausgeschossen und bislang ging es nicht einen einzigen Kurs über den EMA 200 hier. Bei der BMW-Aktie lief ein Setup im Stundenchart, aber auch im Tageschart, ja, ist jetzt knapp über dem EMA 200 und eben kämpft dann hier mit dem Wochenwiderstand bzw. eben auch Tageswiderstand. Also viele Werte scheinen im Moment ein bisschen ausgereizt oder brauchen halt eine gewisse Konsolidierungsphase. Welche Aktie besonders hervorsticht, ist für mich die Deutsche Post noch. Die hat den EMA 200 auf jeden Fall nachhaltig überwunden und auch den mittelfristigen Abwärtstrend signifikant gebrochen mit einem Gap. Also hier wären ja auch Rückläufe wieder bis zurück zum EMA 200 könnte man Einstiege sicherlich suchen. Dann kommen wir jetzt direkt zum DAX. Hier sieht es oder hat es allen Voranschein, müsste man hier in dieser Woche auf alle Fälle auch auf steigende Kurse setzen. Doch zunächst könnte eben ein kleinerer bis größerer Rücksetzer noch stattfinden. Bislang war das heutige Tagestief, ist nicht signifikant an einen möglichen Kaufbereich bislang rangelaufen. Und kämpft jetzt, 15 Minuten Chart. Ist wirklich nur eine Seitwärtskonsolidierung bislang. Im Stundenchart wurde nicht mal der Rainbow angetestet. Und im 4-Stunden-Chart natürlich auch nicht. Und hier ist eben präferiert, dass es die nächsten, eigentlich noch bis Dienstag eigentlich konsolidieren soll. Und nochmal den EMA 10 eben anlaufen wird. Und anschließend sollte eine größere Aufwärtsbewegung nochmal stattfinden. Ziele. Also das große Ziel könnte zwischen 11.780 und eben 11.180 und 11.290 sein. Hier ist eben ein riesengroßes Gap noch offen. Gleichzeitig würde auch der mittelfristige Abwärtstrend vielleicht kurzfristig gebrochen und ab hier könnte es dann eine größere Konsolidierung, stattfinden. Aber im kurzfristigen Fenster ist natürlich der Markt noch überkauft.
Und ja, Rücksetzer bis zum im Stundenchart bis zum EMA 38, was hier ja dann im mittleren Rainbow dann liegt, wäre für mich dann ein guter Einstieg. Bei den US-Indizes habe ich ja am Wochenende zwei Videos veröffentlicht. Der Nasdaq hier im 4-Stunden-Chart sah eben ja, bereit aus für weitere Gewinnmitnahmen. Aktuell stehen wir auch ein Stück tiefer vorbörslich, aber auch hier natürlich noch nicht in den möglichen Kaufbereich vorgedrungen. Dass hier das Gap komplett geschlossen wird, sehe ich zunächst nicht. Und dass die Bewegung ein neues Hoch verursacht, ja, zweifle ich an. Ich sehe hier eher genau diese 4.681 als Ziel an. Und als Korrekturziel wäre hier wirklich sehr wünschenswert, dass genau diese Marke von 4.530 anläuft, der Index, und eben hier dann dieses Wunschziel genau erreicht. Im Dow Jones Index sind hier auch noch eben Ziele weiter oben offen und sollte eigentlich nicht die 18.000 Marke nicht erreichen. Also knapp darunter sollte er dann drehen. Ein Alternativszenario habe ich jetzt erstmal hier auch eingezeichnet. Der wäre also wirklich, wenn jetzt dieser Bereich diese Abwärtstrendlinie hält und eben auch dieser Bereich nicht signifikant überschritten wird, sehe ich als Alternative auf jeden Fall deutlich tiefere Tiefstände in diesem Jahr noch. Aber das ist erst noch sehr weit gegriffen. Also zunächst eben auch eine Seitwärtskonsolidierung bzw. ein Test dieser kurzfristigen Aufwärtstrendlinie wäre hier ideal, um Einstieg zu finden. Hier oben auf eine Umkehrkerze achten und dann auf jeden Fall eine dreiwellige Abwärtsbewegung wieder in Richtung 17.300 Punkte. Das wäre mein Wunschszenario hier. So, vielen Dank für Ihre Aufmerksamkeit und wünsche allen weiterhin gute Trades und einen erfolgreichen Start in die neue Börsenwoche.